Hey Moonies, hier ist Sailor Moon German und Tabra. wir wünschen euch ganz viel Spaß bei unserem Sailor Moon German Geburtstagstalk. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem dreijährigen Geburtstag. Ja, Sailor Moon German, der Fanblog. Ich sage immer gerne das, ja, weil es ist das Fanblog ist. Okay. Ja, Sailor Moon German, der Fanblog wird wirklich sage und schreibe 3 Jahre alt. Und dies nehmen wir einfach zum Anlass, uns hier bei euch allen vorzustellen. Denn in letzter Zeit häufen sich doch sehr, sehr viele Anfragen und ja, wer eigentlich hinter SMG steckt oder was das Projekt Sailor Moon German überhaupt beinhaltet. Genau. Wir haben euch vor einem Monat gefragt. Ihr könnt uns gerne Fragen zuschicken. Wir haben viele Fragen bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir haben jetzt einfach mal die 10 besten, sage ich mal, rausgepickt und werden die jetzt hier beantworten. Ja, die 10 häufigsten Fragen haben wir rausgepickt und fangen wir doch einfach mal an. Wer steckt eigentlich hinter Sailor Moon German? Ja, hinter Sailor Moon German steckt nicht nur eine Person, wie viele denken, also nicht nur ich. Klar, also ich, Star Wars, habe das vor 3 Jahren an meinem 18. Geburtstag gegründet. Es war so, ich habe damals Videos geschnitten von Sailor Moon und wollte die einfach hochladen im Internet, um sie den anderen Leuten zu zeigen. Da habe ich damals einen YouTube-Account erstellt mit dem Namen Sailor Moon German. Und damit hat eigentlich alles angefangen vor 3 Jahren. Das erste Projekt von uns waren die Anime-Folgen. Wir haben damals versucht, alle 200 Anime-Folgen in einer tollen Qualität komplett in Deutsch hochzuladen. Vielleicht kann sich ja noch der ein oder andere erinnern, ist etwas lange her. Und damit hat natürlich alles begonnen. 3 Jahre später stecken hinter Sailor Moon German schon über 25 Mitarbeiter, die in verschiedenen Projekten mitarbeiten, sei es jetzt News Specials, PGSM, kleinen Mini-Projekten. Okay, also mit YouTube, mit dem YouTube-Channel hat alles begonnen und du hast dann die ganzen Kontakte über die Abonnenten. Haben sie denn dich angefragt, ob sie bei dir anfangen können oder? Naja, damals war es so, zu der YouTube-Zeit 2009 war das so, da gab es nur dieses Anime-Projekt, also wo ich die Anime-Folgen hochgeladen habe. Klar, durch YouTube habe ich viele interessante Menschen kennenlernen dürfen. YouTube war eigentlich wie ein Forum für mich damals. Man hat sich wirklich tagtäglich geschrieben mit den PMs und ja, zwischendurch hat man mich dann immer gefragt, ja, gibt es eigentlich eine Webseite von dir oder so, wo man alle Folgen schön sehen kann und so. Und damals wollte ich irgendwie eine Website machen, quasi die größte Enzyklopädie der Serie. Das war irgendwie so ein Ziel von mir, das leider bis jetzt unerreicht blieb. Einfach eine Seite, wo alles steht, alles, was man wissen muss, eine ganz große Enzyklopädie. Und ich habe schon damals irgendwie angefangen, kleine Websites zu bauen und ich habe gemerkt, puh, das ist ja doch viel zu viel. Und deswegen dachte ich mir, ich beginne mal ganz klein und zwar mit einem Blog. Da brennt doch bei mir eher die Frage, wie alt bist du denn eigentlich? Mit wie vielen Jahren hast du das angefangen? Mit 18, also genau heute vor 3 Jahren wurde ich 18. Und ja, wie gesagt, vor 3 Jahren, jetzt bin ich schon 21 heute. Ja, mit 18, also ich wurde mit Ende 17 wieder Fan der Serie. Ich war natürlich als kleines Kind Riesenfan, wie glaube ich fast jeder von uns. Und es ist viele, viele Jahre in die Vergessenheit geraten bei mir. Und durch einen Zufall habe ich dann wieder die Serie für mich wieder neu entdeckt. Und in mir ist wirklich ein großer Fanfieber, sage ich mal, ausgebrochen. Wie war denn der Trend also bei dir? Du hast ja dann YouTube-Kanal. Danach kam der Blog, Genau. ja? Und wie hast du denn gemerkt, ab wann fing es an, dass die Abonnentenzahlen gestiegen sind und also beim Blog und beim YouTube-Channel? Ein großer Bestandteil war natürlich die Interviews mit den Synchronsprechern. Das war der Ausschlagpunkt für alles. Man kann schon sagen, diese Interviews haben uns wirklich populär gemacht bei den Sailor Moon Fans. Also ist dann quasi
aufgrund der Interviews sind dann deine Abonnentenzahlen dann explodiert quasi. Kannst Genau. du dich noch an die anfänglichen Zahlen erinnern? Ja, das waren so circa 300 Klicks im Monat. Wow, 300 Klicks, aha. Wenn man bedenkt, ich kriege heute im Monat über 40.000 Klicks rein. Wow, im Monat 40.000 Klicks, das ist natürlich auch nicht zu verachten. Ja, und wie war es dann mit dem Blog? Also, wie sind da die Abonnenten? Ja, also beim Blog hat es halt so angefangen, es sollte eigentlich so eine Art Personal-Blog sein, also quasi ein Tagebuch, wo ich über mich und so schreibe. Also im Grunde genommen über dein Fan-Dasein. Genau. Und es ist halt so, ich habe natürlich schon damals viele andere Seiten beobachtet und eine war Sailor Moon World, mit der wir jetzt auch Partner sind, eine italienische Newsseite. Und ich war immer fasziniert von ihrer Arbeit und das war für mich irgendwie so ein Vorbild. Und es kam dann halt dazu, dass ich immer mehr News allein entdeckt habe, sei es jetzt in anderen Foren oder von anderen. Und für mich war Sailor Moon World so bekannt, die sind immer die Ersten, die News geschrieben haben. Und das ist mir damals so aufgefallen, nach so ein, zwei Tagen, nachdem ich die News entdeckt habe, die schreiben nichts drüber. Da habe ich sie dann immer so angeschrieben: Hey Leute, das und das ist neu erschienen, das und das ist los, schreibt doch mal was drüber. Und ja, das ging dann immer so weiter. Ich war dann immer so der Typ halt, der ihnen die News zugesteckt hat, und dachte ich mir irgendwann, hey, das kannst du doch auch machen. Gesagt, getan. Gut, dann beschreib es doch vielleicht in kurzen Worten. Eines der wichtigsten Fragen überhaupt: Was macht SMG, also Sailor Moon German, aus? Also ich würde sagen, SMG, also Sailor Moon German, macht aus, wir machen Sachen, die bisher noch keiner gemacht hat. Wie gesagt, die Interviews, das gab es vorher nicht. 15 Jahre lang und mehr kannten die Fans kaum was von ihren Lieblingsstimmen, von ihren Synchronsprechern. Deswegen habe ich halt die Interviews gemacht, um wirklich mehr Infos für die Fans ranzuholen. Oder wie zum Beispiel zu dieser Zeit, wo wir mit PGSM angefangen haben, das zu untertiteln. Klar gab es schon vorher einzelne Folgen mit Untertiteln, mit Deutschen, aber noch nie die ganze Serie. Ich habe da auch Glück gehabt, dass ich tolle Kollegen bekommen habe, die mir dort geholfen haben, diese große Serie mit Untertiteln auszustücken. Oder die Specials, die fünf Specials, die als Fandubs rauszubringen, das war auch so ein tolles Projekt, finde ich. Denn es gibt wirklich Leute, die sich schwer tun mit der englischen Sprache, denn Ja. oder generell Leute, die mögen halt keine Untertitel lesen, die möchten was hören. Für die ist es Ja, dann aber ich flüssiger. weiß nicht, dieses noch nie, es gibt keiner, die das gemacht haben. Ich weiß nicht, es gibt schon auch andere Fanprojekte. Oder wie kommst du da drauf, dass es noch nie gab? Erkundigst du dich vorher, was es schon gibt? Ja klar, also ich google halt und bin ja schon, wie gesagt, ein paar Jahre schon in der Fanszene und nehmen wir mal PGSM jetzt als Beispiel. Es gab vorher öffentlich nur, sag ich mal, die ersten 28 Folgen von einer Userin, die hat damals die Folgen untertitelt und nachdem ihr Channel gelöscht wurde, wurde das nicht weitergeführt und ja, dann habe ich dann auch angefangen damit, mit den Interviews. Klar, es gab vorher keine Synchronsprecher-Interviews, die Specials. Es gab Specials mit deutschen Untertiteln, die aber auch damals immer schnell weg vom Netz geflogen sind wegen Urheberrecht. Aber so als komplettes Fandub, alle Specials gab es noch nicht und das ist auch so ein Projekt. Oder wie zum Beispiel die Materials Collection, das sechste Artbook, das haben wir ja auch auf Deutsch veröffentlicht, das gab es vorher auch noch nicht. Wir picken uns immer gerne Projekte raus und verdeutschen sie, wie ich so gerne sage. Bei uns ist der Name ja, Sailor Moon Jam. Wir übersetzen halt auch vieles gerne ins Deutsche und ermöglichen halt den Fans, das auf Deutsch wahrzunehmen, was es Gut, noch dann nicht gab. fasse ich das doch mal zusammen. Sailor Moon German steht nicht für Sailor Moon Deutschland, wie es wohl die meisten annehmen, sondern Sailor Moon German steht für Sailor Moon deutsche Sprache. Ja. Also das da im deutschsprachigen Raum. Denn es war natürlich interessant, Sailor Moon German, aber in Österreich. Das war dann schon interessant, weil es hat den Sailor Moon German in Österreich zu suchen. Aber Ja. im Grunde genommen, wenn
wenn man es so betrachtet, Sailor Moon im deutschsprachigen Raum. So muss man das Ganze ja betrachten. Das heißt, die Deutschlandfahne hat dann auch nichts mit Deutschlandverliebtheit zu tun, sondern es geht Nein. einfach um die Sprache. Genau, es geht um die Sprache. Und ja, neben Deutschland hängt natürlich Österreich und Schweiz zusammen. Und ja, wir sind halt, wie gesagt, also es engaged. Also es heißt dann nicht Sailor Moon Deutschland, ne, nicht Sailor Moon Germany, sondern Nein. Sailor Moon Deutsch, Sailor Moon auf Deutsch. Ich Genau. denke, das ist doch wirklich eine gute Gelegenheit, da ein bisschen Klarheit an den Leuten zu geben, was das wirklich ist. Wie du schon richtig meintest, sonst hätten wir uns auch Sailor Moon Germany genannt. Ich habe es mit Absicht mich damals so benannt, Sailor Moon German, denn ich wollte halt Österreich und Schweiz auch nicht ausschließen, denn da gibt es auch noch eine Menge Fans und wir wollten für alle gleich stehen. Also umfassend kann man sagen, dein Blog berichtet alles über alles, was es im deutschsprachigen Raum zu berichten gibt über die Serie Sailor Moon. Genau. Und natürlich auch, was auf der Rest der Welt passiert. Aber natürlich, Mit was Pro. es für Auswirkungen hat für Deutschland. Genau. Der Hauptfokus liegt natürlich immer auf den deutschsprachigen Ländern. Was gerade los ist, was eigentlich in unserer Szene los ist. Ja, super. Also das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Ja, was war dann das Tollste, was du in den letzten Jahren erlebt hast? Da gab es vieles. Also jedes Jahr stand für mich unter einem anderen Fokus. Wie gesagt, das erste Jahr YouTube natürlich. Ich fand einfach toll, dass diese Folgen, die ich bearbeitet habe, ich habe einfach die mehr eingedeutscht, sprich mit die Titeleinblendungen auf Deutsch geschrieben, die Intros, Outros auf Deutsch. Und das war schon toll zu sehen, dass die Klicks nach oben gejagt sind und dass die Leute das gerne gesehen haben. Und die ganzen netten Mails, die ich damals bekommen habe. Es war eine Bestätigung. Ja, dass man wirklich was tut, was den anderen gefällt. Das zweite Jahr, wo es wirklich richtig losging, zum Beispiel die Interviews. Ich weiß noch, ich war so aufgeregt, als es dann losging mit den ersten Interviews. Das erste Interview war mit der Sprecherin von Sailor Pluto. Und wie du damit, natürlich ist es ein ganz normaler Mensch, aber trotzdem, du telefonierst mit jemandem, wo du die Stimme in- und auswendig kennst. Und das ist schon was Tolles, dass sich auch die netten Synchronsprecher die Zeit genommen haben damals für die Interviews und froh waren zu hören, dass die Serie immer noch so viele Fans hat. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, am Anfang war es ja schon etwas holprig, oder? Ja, klar, ich bin ja auch kein Meister, sage ich mal so. Es ist ja ein Fanblog, deswegen das Fanblog, der Fanblog. Ja, wie gesagt, ich mache Fehler, meine Kollegen machen Fehler, wir alle machen irgendwo Fehler, sei es jetzt wie bei mir gerne mal Rechtschreibfehler, wie es die meisten kennen. Ich glaube, das ist schon eines meiner Markenzeichen. Diese Rechtschreibfehler, das beruht aber immer darauf, dass ich unter Zeitdruck schreibe. Ja, natürlich. Das hängt mit meinem Job zusammen Ja, und also ich muss auch sagen, ja klar, die Rechtschreibfehler, das ist natürlich doof. Ich meine, man kann es ja auch vielleicht im Nachhinein dann auch verbessern. Aber ansonsten, ich finde, solange es inhaltlich das Richtige ist, man kann es ja dann auch echt übertreiben. Wenn man sonst nichts anderes findet, dann meckert man an den Rechtschreibfehlern. Rechtschreibfehler sind menschlich, finde ich. Jeder macht Fehler. Und aus Fehlern lernt man. Ach, es gibt aber auch recht lustige Rechtschreibfehler. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Sprechern. Ja, Ja. wie gesagt, es war einfach unglaublich, diese Erfahrung zu machen, wirklich mit diesen. Natürlich sind die halt nicht solche großen Stars, aber in unserer Szene, sage ich mal, sind sie schon bekannt und da freut man sich wirklich, wenn man was von denen hört. Ja, am Anfang. Hast du dich ja schon, war am Anfang bei den Interviews, warst du schon etwas holprig. Ja, ich war ziemlich nervös. Also ich glaube, das kann jeder mit mir mitfühlen, wenn man da mit Leuten spricht, die man wirklich aus dem Fernsehen kennt, halt stimmlich. Und ich weiß noch, bei den ersten zwei, drei Interviews war ich so dermaßen nervös. Und ich dachte, Mensch, was tust du hier? Du kannst hier kein Interview führen, wenn man bedenkt, ich bin auch nur ein Fan. Ich habe mich oft verhaspelt, ich habe irgendwas Blödes geplappert und sowas. Aber
Ja, aus Fehlern lernt man und tut mir jetzt leid, falls die ersten Interviews nicht so dolle waren, aber ich habe wirklich doch gut Ja, du hast versucht. wirklich, glaube ich, irgendeinen Namen hast du mal falsch ausgesprochen, so von der Betonung her. Aber ich Ja. muss sagen, du wurdest doch von Interview zu Interview immer sicherer. Was natürlich, also was sehr, sehr toll war, dass du die Sailor Saturn Sprecherin, ne, also Hotaru, dazu gebracht hast, den Spruch zu sagen. Ja, das war auch etwas, das. Ja, das werde ich auch nicht vergessen. Also ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich habe sie wirklich vorher auf per E-Mail gefragt, können Sie vielleicht diesen Satz sagen, weil ich habe ihr das erklärt, warum es uns Fans so wichtig war. Und sie hat dann so, ja, kein Problem, ich mach's. Und dann kam es wirklich zu diesem Teil des Interviews, wo sie sagen musste. Und das ging einfach so. Und dann hat sie es einfach gesagt. Und ich so gänsehautmäßig. Ich so, ich darf jetzt kein Fanschrei werden lassen. Das versaut dann alles. Der Wahnsinn. Ja, und was war dann das zweite Jahr? Oder waren wir schon beim dritten? Jetzt sind wir schon beim dritten, bei diesem Oh Jahr. je. Ja, dieses Jahr stand alles unter dem Motto Sailor Moon German on Tour, würde ich sagen. Ich würde sagen, du hast dich mal der Welt gezeigt. Ja, es war an der Zeit, weil ich wirklich durch zu diesem Zeitpunkt die letzten 2 Jahre gesehen habe. Du machst hier eigentlich nichts Verkehrtes. Es kommt an. Ich muss mich nicht mehr verstecken. Ich habe mich dann den Leuten gezeigt. Ich bin dann auf Anime-Conventions gegangen, war bei diversen Gruppen als Reporter unterwegs. Und es hat wirklich Spaß gemacht, sage ich mal, rauszugehen und auch Leser zu treffen, die deinen Blog lesen und dich einfach ansprechen. So, hey, du bist doch Sailor Moon German. Das war für mich sehr, sehr verwirrend dann am Anfang. Und ja, es macht einfach Spaß, auf Cons zu gehen. Ob Ja, also ich das. finde auch, das Zwischenmenschliche sollte man pflegen. Also von der Ferne oder übers Internet, das ist was ganz anderes, wie jetzt auch die Person live und in Farbe und vor Ort zu erleben. Ja, ich glaube, davon, wir beide können darüber ein Lied singen. Also, wir hatten schon ziemlich viel Spaß auf den Cons. Und ja, mit den Leuten dann zu reden und. Ja, das ist schon eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte und die ich gerne beibehalten würde. Ja, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Naja, dass alles so bleibt wie beim Alten. Also, wie gesagt, es soll einfach weitergehen. Also, das Wichtige ist natürlich von mir aus gesehen, dass mir nie die Lust, die Motivation ausgeht, dass ich immer weiter Lust habe, daran zu arbeiten. Und ich habe es auch irgendwie in den letzten Jahren gemerkt. Es macht mir doch Spaß, das, was ich mache. Und es ging wirklich so weit, dass ich denke, ich will das wirklich auch auf die professionelle Schiene machen. Und Ja, aber wie bringst du das alles unter den Hut? Ich meine, man hat ja auch noch sein privates Leben. ja, es geht eigentlich. Sicherlich denke ich jetzt alle, ich verbringe so viel Zeit vor dem Computer. Es ist eigentlich nicht so. Es ist einfach so, in der Früh ich habe natürlich meine paar Quellen und ich schaue halt immer in der Früh rein, gegen Mittag und gegen Abend. Und wenn dann irgendwas Interessantes ist, schreibe ich halt die 5 Minuten die News. Ja, an sich lässt sich das alles leicht vereinbaren. Außer wenn ich dann immer arbeite, dann ist es immer schlecht mit News schreiben. Dann heißt es immer schnell, sich irgendwo verzischen und schnell die News schreiben. Und da entstehen auch gerne meine bekannten Rechtschreibfehler, weil ich habe einen, naja, ich arbeite bei meinen Eltern und da ist oft nichts mit sehr viel Freizeit und von daher muss ich immer schnell, schnell schreiben, denn wenn ich so, zu lange warte, wird das halt unaktuell, die News. Aber an sich lässt sich eh alles ganz einfach Ja, vereinbaren. das heißt, hast du keine Angst, dass die News mal ausgehen? Nein, die News werden nie ausgehen. Es passiert einfach zu viel. Auch in der Fanszene selber. Also vor kurzem ist mir die Frage gestellt worden, es gibt so viele Animes. Wie kann man sich nur auf nur eine Serie spezialisieren? Ja, ich würde einfach mal sagen, Sailor Moon macht halt das aus. Es passiert immer wieder was. Sailor Moon ist nicht nur eine Anime-Serie. Es ist eine Geschichte. Und rundherum gibt es viele Spin-offs, würde ich mal sagen. Wir haben da den Anime mit 200 Folgen, 3 Kinofilmen, 5 Specials.
Wir haben den Manga, 18 Bände in der alten Version, 12 in der neuen, plus die Zusatzbände. Dazu ja noch Sailor V. Dann haben wir natürlich die Live-Action-Serie mit 49 Folgen plus diversen Specials. Die Musicals mit über 22 Stück. Vielen, vielen Specials. Ja, du lernst nie aus, das habe ich gemerkt. Und die Songs, ne? Die Die Songs. Songs, Gedichte. Ja, und wenn du wirklich mal so weit zu diesem Punkt kommst, wo du wirklich alles gesehen hast, dann kannst du Ja, und gern. du hast das Wichtigste fast vergessen. Eines der wichtigsten Sachen hast du fast vergessen. Merchandise-Artikel. Oh, das hört nie auf. Das Ich hört. glaube, es ist unmöglich, alles von dieser Serie zu sammeln. Klar gibt es da draußen wirklich Leute, die sich darauf spezialisiert haben und. Ja, wie gesagt. Ja, aber da haben wir doch jetzt gleich die nächste Frage. Wie viel Merchandise hast du denn? Besitzt du denn welches? Ja, klar. Da gibt es dann verschiedene Sparten. Worauf hast du dich denn in erster Linie spezialisiert? Also primär stehe ich total auf Printsachen, auf Bücher, auf Zeitschriften, dann DVDs, CDs, also alles, was mit Medien zu tun hat. Ich weiß nicht, das ist etwas, was du angreifen kannst, wo Daten drin stecken, so Ja, natürlich. Da kommen Information. wir jetzt wieder auch zu den Berichten. Über Sailor Moon wurde ja auch so viel publiziert, ne? Was kommt noch hinzu? Stimmt. Ja. Dann hat es mich jetzt. Ich war vor 2 Jahren, habe ich noch gesagt, daran kann ich mich erinnern, ich werde niemals Broschen, Zepter und sowas sammeln. Das ist nicht meins. Das kostet mir zu viel. Und was ist jetzt, ein Jahr später? Ich habe schon momentan, glaube ich, viel mehr als meine Freundin. Und ich glaube. Ach, deine Freundin sammelt auch. Das ist auch gut. Dann könnt ihr Ja. zusammen sammeln. Ja. Die hat was, was ich nicht habe. Ich habe viel mehr, was sie nicht hat. Ja, aber Das ist gut. ich merke auch momentan, das Sammeln, also klar, es gibt so vieles da draußen. An Artikeln, was in den 20ern zusammengekommen ist, aus allen Ländern. Und wirklich, sag ich mal, alles zu besitzen, ist ein fast was Ja, Mögliches. das ist wirklich wahr. Also, das kann ich dir nur bestätigen. Also, ich habe versucht, eigentlich nur die besten Versionen zu sammeln. Aber letztendlich finde ich dann diese Unterschiede, diese minimalen Unterschiede. Ich bin ja so ein Sound-Junkie. Alles, was Beep macht und so weiter, finde ich halt einfach nur genial. Und deswegen sammle ich auch gerne unterschiedliche Versionen. Aber es ist schon der Wahnsinn. Wenn man denkt, man hat alle Versionen, aber auf einmal heißt es irgendwann, ja, es gibt dann noch die chinesische, es gibt noch die koreanische und dann gibt es dann noch so eine Bootleg-Version und dann gibt es noch die Fälschung und die Fälschung ist aber auch richtig und dann gibt es noch die polnische und die russische. Ja, das ist so ähnlich auch wie beim Manga. Das ist sehr, sehr toll, im Manga dann nachzulesen oder im Anime. Mondstein, Flieg und Sieg, ja, in sämtlichen Sprachen. Ja. Ja. Wie gesagt, der Stoff geht fast eine nie aus. Das stimmt. Man lernt jeden Tag was dazu und wenn einem doch der Stoff ausgehen sollte, dann kann ich nur begrüßen, in die Fanwelt einzutauchen. Da gibt es auch voll vieles, von Fanfictions über natürlich Treffen auf Conventions, Cosplay. Ja. Ja, cosplayst du auch? Nein. Ich kann Nein. nicht nähen. Und ich bin Ja, nicht. mein Gott, dann kauft man halt das. Ich weiß nicht, ich mag doch eher selbstgemacht. Selbstgemacht, aha. Klar, irgendwann will ich das Irgendwann. schon mal machen, auch wenn mal meine Figur stimmt, sage ich mal. So, und dennoch brauchst du dich auf Cons? Nein, also was ich sagen will, ist, ich finde es echt lobenswert ist, dass du auch auf Cons gehst, auch nicht unverkleidet. Also es geht ja nicht um Cosplay. Jeder hat immer so den Vorteil, ja, Vorurteil. Cosplay steht im Vordergrund. Das ist nicht wahr. Auf Cons geht man, um Leute zu treffen. Klar, wenn man Cosplay hat, zieht man es an, denn wo hat man denn sonst eine Gelegenheit, mal ein Kostüm anzuziehen und seinen Charakter wiederzugeben, oder? Genau. Aber nur deswegen, nur weil man jetzt auf Kostüme steht, heißt es nicht, dass es für einen im Vordergrund steht.
Ich finde es sehr, sehr schade, dass dann Leute dann diesen Grund wieder vorschieben. Man muss halt einfach auch mal seinen inneren Schweinehund überwinden und einfach mal rausgehen und sich was trauen. Ich denke, dann findet man auch ganz, ganz schnell Anschluss. Genau. Also ich habe es ja schon selber miterlebt und du auch. Man trifft wildfremde Leute auf Cons und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später ist man wirklich dicke Freunde miteinander. Ja, so, wenn ich jetzt auf Cons gehe, umarmen wir uns immer jedes Mal, wenn wir einen jemanden wiedersehen. Ich habe etwas Schwierigkeit, die anderen wieder zu erkennen, weil sie jedes Jahr was anderes sind. Was Cosplay betrifft, bin ich eher so ein bisschen Cosplay-faul, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mir extra einen Kara ausgesucht, wo ich nicht viel machen muss. Und dann, wenn ich dann jemanden erkenne, oder dann gibt es dann immer so einen Schrei, Sabra! Und so. Ist mir rot! Und dann gibt es dann wirklich Ray und Bunny und was weiß ich, was alles an Namen gibt. Dann fällt man sich um den Hals und dann werden Fotos geschossen, dann werden Konhons ausgetauscht, Telefonnummern ausgetauscht, E-Mails ausgetauscht und zum Schluss findet man sich in Skype wieder und ja, Ja. so entstehen unter Umständen auch langjährige Freundschaften. Dennoch, es muss doch etwas gegeben haben, was dich total geprägt hat in den letzten 3 Jahren, was dich zu dem gemacht hat, was du heute bist. Schwer zu sagen. An sich einfach die verschiedenen Menschen, die du triffst. Ich bin so vielen Menschen über den Weg gelaufen und es ist einfach toll zu sehen, man ist nicht alleine mit seinem Hobby da. Es gibt Tausende da draußen, die das gleiche fühlen wie du. Und dadurch konnte ich viele, viele Freunde treffen, die ich ansonsten nie getroffen habe. Meine Freundin zum Beispiel. Deswegen, Sailor Moon ist nicht nur eine Mädchenserie für mich. Die Philosophie macht sehr vieles aus, finde ich. Ja, es Also geht da um Freundschaften. die Serie bringt einem sehr vieles bei. Freundschaft, Liebe, Vertrauen. Und ich kann schon von mir sagen, durch diese Serie wurde ich auch persönlich etwas anders. Und ja, ich finde es einfach viel besser als, sage ich mal, so andere Leute in unserem Alter, die draußen jedes Wochenende sich in den Koma saufen einfach. Auf gut Deutsch. Klar, für viele sei es einfach nur eine Mädchenserie, aber man muss auch mal über den Tellerrand gucken, was die Bedeutung ist. Das ist wahr. Und ich glaube, das hat mich geprägt und das wird mich irgendwie für immer begleiten. Einmal Fan, Also immer Fan. die Menschen. Die Menschen und einfach die Charaktere und ja, aber im Endeffekt verbindet uns alle eins. Ja. Von daher, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Dass es aufregend weitergeht, dass, wie gesagt, uns nie die Motivation, die Lust ausgeht, dass wir immer neue Projekte am Start haben, dass Freundschaften, die ich jetzt hege und pflege, bestehen bleiben und natürlich größer werden. Das heißt, diese On-Tour-Geschichte bleibt weiterhin bestehen. Vorerst ja, also wir planen auch nächstes Jahr auf Cons unser Unwesen zu treiben. Es ist ja schon der Wahnsinn, dass du jedes Mal von Österreich anreist. Ja, demnächst wird sich das aber ändern, weil ich plane, nach Deutschland auszuwandern. Man kann dann wirklich sagen, du scheust keine Kosten und Mühen Genau. für deinen Blog. Ja, wenn man bedenkt, also ich war schon, hey, ich war wirklich schon fast an jedem deutschen Flughafen letztes Jahr. Ich war in Hamburg, ich war in Stuttgart, München. War ich schon in Düsseldorf? Keine Ahnung. Bonn, Kassel. Ja, ich war schon fast überall. Durch den Blog natürlich, weil hier und da was los ist und man möchte halt nichts verpassen. Man möchte live vor Ort sein, wie du Ja, sicherlich weißt. ist ja unser Leitspruch, ne? Live vor Ort. Ja, Ja, und das war auch eine das tolle heißt Erfahrung. dann, was ist denn die nächste Con? Die nächste Con dieses Jahr wohl eher nichts mehr. Also wir planen schon
Also nächstes Jahr würde ich doch gerne die Animuk besuchen, die Hanami wieder, Konichi. Animagic hängt natürlich von der Zeit ab bei mir. Ansonsten, ich wäre halt offen. Tja, ansonsten hast du ja deine Leutchen, ne? Ja, Die dann klar. vor Ort sind, live vor Das Ort. ist ja das Gute, wenn man 25 Leute im Team sind, da ist immer irgendwer auf einer Con und macht gerne eine Berichterstattung dann. Ja, aber ist es nicht eher zu eintönig, auf Cons zu gehen und dann nur über Sailor Moon? Nein, finde ich nicht. Klar, Conventions und das, da sind natürlich Hunderte, Tausende von verschiedenen Anime-Serien im Vordergrund. Aber wir picken uns natürlich Sailor Moon raus, weil wir auch irgendwo den Leuten zeigen möchten: Leute, da draußen ist was los, kommt raus, kommt aus euren, sag ich mal, Häusern raus und bekennt euch. Sagt, ja, ich bin auch Fan und da finde ich auch noch andere. Das war ja vor 10, 15 Jahren auch nicht anders, als die ersten Cons gestartet sind. Die Leute sind rausgegangen. Und ich habe es auch irgendwo selber miterlebt. Also vor ein, zwei Jahren war ich schon so ein geheimen Fan. Keiner durfte das wissen und so. Aber mittlerweile gehe ich schon ganz offen damit um. Denn es ist etwas, man braucht sich aber nicht schämen. Jeder hat sein Hobby. Der eine steht auf, wie gesagt, Sailor Moon. Der andere steht auf Heavy Metal. Und man, wenn man, das muss man halt akzeptieren, finde ich. Man ist kein schlechter Mensch dadurch. Das ist einfach ein Hobby. Wo man das auch begründet, wieso und weshalb man Fan der Sache ist, finde ich das schon lobenswert. Ja, also das ist natürlich wirklich interessant. Da hast du wirklich recht. Also ich sehe es auch immer noch so. Schließlich, du bist ja ein Sailor Moon German, also du bist ja ein Sailor Moon Blog. Warum nicht dann auch über? Ich meine, man berichtet dann nicht nur über Sailor Moon Serie, Manga, Live Action, sondern auch die Fans. Genau. Also auch dieses Thema Fan stand dieses Jahr bei uns weit im Vordergrund, weil es ist schon bemerkenswert, die Serie ist schon 20 Jahre alt, aber es passiert so vieles und das von der Fanseite aus. Wir sind ein Sailor Moon Fanblog und deswegen berichten wir auch überwiegend über Sailor Moon Fans auf den Cons. Wir geben den Fans somit ein Gesicht, also unseren Lesern. Das ist wirklich eine schöne Idee. Also ich finde es auch richtig. Also ich habe es gemerkt, als ich auf Cons unterwegs bin in Sachen Sailor Moon German. Man wurde wirklich erkannt und teilweise waren sie dann auch wirklich dankbar und sie haben dann, sie fanden es auch toll, einfach jemanden zu haben, die zum Anfassen nahe sind. Deswegen, das finde ich richtig toll. Finde ich auch toll und schon schön zu sehen, dass die Sachen, die du schreibst, auch wirklich von den Leuten gerne gelesen werden und du kriegst dann wirklich ein tolles Feedback auf Cons, wenn dich dann deine Leser treffen und sagen, oh, ich fand das und das toll und das nicht toll und könntest du das bitte so machen und ich bin über jede konstruktive Kritik immer dankbar. Ich beiß nicht und ja, auch wenn ihr irgendwas scheiße Ja, findet, bin ich. konstruktive Kritik bedeutet ja nicht dieses, das finde ich schlecht, das finde ich gut. Konstruktive Kritik ist zu sagen, das finde ich schlecht, weil, das finde ich gut, weil. Ja. Und nur so kannst du dich ja dann verbessern. Genau. Klar, ich bin kein Profi und ich bin auch nur ein Fan und ich habe Das das sollte man auch geschätzt. bedenken. Genau. Das sollte man wirklich eigentlich sehr, sehr deutlich machen. Sailor Moon German, also SMG, ist ja nichts Professionelles. Klar, Genau. man versucht es gerne professionell zu sein, aber jetzt nicht auf die kommerzielle Schiene, sondern professionell insoweit, dass man viele Dinge objektiv betrachtet. Genau. Heißt jetzt, du berichtest natürlich auch viele Dinge aus deiner eigenen Sicht, also aus deiner Sicht der Sache. Es ist ja ein Blog, wenn man es genau nimmt. Genau. Und es ist halt so, ich habe durch die Arbeiten des Blogs festgestellt, dass es etwas
was mir liegt, was ich gerne mache, wo ich mich gerne mit beschäftige. Und ich habe einen wichtigen Schritt gemacht für mein Leben. Und zwar, ich habe mich entschlossen, das wirklich professionell zu studieren und zwar Journalismus zu studieren. Und das werde ich jetzt demnächst machen an der Ja, das hört sich Universität. doch sehr, sehr gut an. Das heißt, du bemühst dich, du willst auch besser werden. Das finde Genau. ich sehr, sehr lobenswert. Und mit etwas Ja, Glück könnte in 3, 4 Jahren dann, wenn ich dann meinen Abschluss habe, wirklich, sag ich mal, jemand Professionelleres hinter diesem Blog stecken. jüngster Fall, vor kurzem wurde ja dein YouTube-Channel gelöscht. Wie umgehst du das Ganze? Ich meine, ich finde es ja echt lobenswert, dass du dich nicht unterkriegen lässt und immer wieder irgendwie hochlädst, ja. Aber wie kann man das dann vielleicht in Zukunft lösen? Ja, wie gesagt, unsere PSM-Folgen und unsere Specials wurden von unserem YouTube-Channel gelöscht. Die Channel an sich nicht, aber die Folgen. Und ja, es ist halt typisch Urheberrecht. Und klar, uns gehört Sailor Moon nicht. Wir bieten halt diesen Fansubbing oder Fandubbing-Service an. Natürlich unkommerziell, sprich, wir nehmen dafür nichts ein. Wir machen das privat, also von Fans für Fans. Und ja, ich habe schon oft die Frage bekommen, ja, warum bieten wir nicht unsere Projekte als Download an, sei es jetzt als Torrent oder als also als Links oder so. Ist halt so, ich möchte mich nicht gerne mit sowas be beschäftigen, mit dieser Es ist Download-Szene. doch auch etwas heikel, oder? Es ist für mich sehr heikel, denn du handelst wirklich damit Ware, denn Sailor Moon gehörte ja nicht, du hast keine Rechte drüber. Ja. Klar, Fansubbing oder Fandubbing können nicht gerechtlich bestraft werden. Es gibt eine spezielle Klausel und dennoch aber Sachen so als Download anzubieten, finde ich nicht gerade richtig. Deswegen lasse ich meine Finger davon und biete doch unsere Sachen auf Ja, das Videos. ist vielleicht auch besser Auf so. Videoseiten. Das ist so ein guter Ja. Zwischenschritt, denke ich. Ja, und wenn sie halt gelöscht werden, ich gebe nicht auf. Aufgeben ist unser Ding. Wir haben nicht umsonst so viel Mühe reingesteckt, um zu sagen, oh, nee, geben wir auf. Nee, wir machen weiter, immer und immer wieder. Ja, und dafür sind die meisten dir mit Sicherheit auch sehr dankbar. Ja. Mich eingeschlossen. Ja, so dank dir schaue ich mir jetzt die PGSM-Folgen auch wieder an. Und zwar mit deutschen Untertiteln. Nicht, weil ich es mit Englisch nicht verstehe, aber in Deutsch natürlich auch nicht schlecht. Genau. Nochmal anzusehen. Ja, dann sind wir eigentlich schon so weit zum Ende angekommen. 3 Jahre SMG. 3 Jahre Berg- und Talfahrt, so wie ich das jetzt gehört habe. Dann können wir doch nur noch hoffen, dass es so weitergeht mit dir und dass es noch viel, viel zu berichten gibt. Gibt es noch eine exklusive News, die du noch nicht veröffentlicht hast und jetzt hier ganz exklusiv im Interview sagst? Naja, an sich hätte ich ja schon ein paar News, aber was wäre ich denn für ein Reporter, wenn ich das ja einfach hier so ausquatschen würde? Nee, darauf müsst ihr noch warten. Aber ich habe was anderes für euch. Und zwar, wir haben vor einem Monat ein Gewinnspiel gestartet und es ist die Zeit gekommen, wo wir die Gewinner bekannt geben. Und zwar, die Firma Spieluhr.de war so nett, uns 5 Spieluhren mit der Sailor Moon Titelmusik Moonlight at Sea zu sponsern, die wir dann verlosen durften. Ja, und zwar, es hat mich total überrascht. Wir haben über 100 Bewerber Wow. aus Deutschland und wirklich auch aus dem Ausland, aus den USA. Ich war so nett und habe gesagt, ja, ihr dürft auch mitmachen. Ja, ich bin echt baff, dass so viele daran Interesse gezeigt haben. Ja, und jetzt habe ich hier auf vielen kleinen Zetteln den Namen geschrieben. Und 5 davon werden eine Spieluhr gewinnen, die ich Ihnen zuschicken würde in den nächsten Wochen. Ja, vielen Dank natürlich an dieser Stelle an alle, die teilgenommen haben. Das wird nicht unser letztes Gewinnspiel sein, das ist sicher. Ja. Aber vielleicht können wir doch die Gewinner oder Gewinnerinnen bitten, sobald ihr die Spieluhren bekommen habt,
unbedingt ein Foto oder ein Feedback, Genau. irgendetwas machen und das unbedingt auf dem Sailor Moon German Fanblog posten oder noch besser auf unserer Facebook-Seite, Genau. die unten eingeblendet wird. Oder auf unserem Forum, wenn ihr ein Forumsmitglied seid, Genau. veröffentlichen. Könnt. Genau, das wäre natürlich sehr toll, wenn ihr uns auch an eurer Freude daran teilhaben lasst. Also ich lasse euch kurz mal hören, wie der Klang ist. Ich finde ihn total toll. Einen Moment. Das ist ja wirklich sehr authentisch. Ja, nicht zu schnell, nicht zu langsam, einfach Und wirklich sehr authentisch. klarer Klang. Auf jeden Fall. Ich als Soundjunkie weiß das. Ja, das Tolle ist an diesen Spielen, du kannst damit viel anfangen, wie zum Beispiel einfach in passender Weise in Sailor Moon Plüschis reinlegen. Das ist natürlich sehr toll. Oder Nein, einfach nein, also so. das habe ich schon gesehen. Also, das Ja. ist wirklich toll. Also, die sind auch. Auch wenn ihr nicht gewinnt, ihr könnt sie wirklich ganz günstig erwerben. Über die Ja, Homepage. schaut unbedingt auf die Seite www.spieluhr.de vorbei. Denn vielleicht schaffen wir es gemeinsam, dass die Spieluhr.de Firma doch noch ein andere Lied Melodien von Sailor Moon aufnehmen in ihrem Sortiment. Genau, das ist nicht ausgeschlossen, wie sie uns Und gesagt wenn ihr haben. etwas bestellt, müsst ihr unbedingt sagen, von wem ihr diese Seite erfahren habt. Genau, das hilft Immer bitte Sailor weiter. Moon German erwähnen oder sailormoonfantreffen.de erwähnen. Entschuldigung für die Schleichwerbung. Macht nichts. Wir sind ja Partner. So, dann kommen wir zu diesem Moment, wo, glaube ich, viele drauf gewartet haben. Ich würde einfach sagen, du sagst einfach Stopp und ich ziehe dann irgendwie dann ein Kärtchen raus. Dann fange Okay. ich mal an zu mischen. Okay, erster Gewinner, Rolf Wanka. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Dann geht's weiter. Ich freue mich mal mit dir. Okay, Spiel Nummer 2. Stopp! Karina Olanzek. Herzlichen Glückwunsch. Supi! Steht da immer dabei Deutschland oder Österreich oder? Das steht alles in den E-Mails. Also, Ach so, okay. das Positive ist, viele von euch haben mir schon gleich ihre Adressen zugeschickt und Telefonnummern und E-Mail-Adressen und alles drum und dran. Ansonsten, ich werde mich dann einfach in den nächsten Tagen bei euch melden. So, weiter geht's. Stopp. Petra, also ich habe in der Klammer steht die E-Mail-Adresse. Ich werde dich dann anschreiben. Herzlichen Glückwunsch. Supi. Weiter geht's. Noch zwei sind übrig. Stopp. Gerhard Diethardt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, eins bleibt nur übrig. Oh, das tut mir so leid an die ganzen Leute, die mitgemacht haben. Ja, dann last but not least und stopp. Oh, jetzt kann ich kaum mehr lesen. Jessica Edna. Edna, glaube ich. Ich werde dich auch anschreiben. Also ich finde euch alle in meinem E-Mail-Account-Fach. Keine Angst. Herzlichen Glückwunsch. Yay, super. Dann herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Gewinnerinnen. Und nicht vergessen, unbedingt berichten von eurem tollen Gewinn. Genau. Ja. Wie gesagt, ich werde mich in den nächsten Wochen melden. Dann gibt mir etwas kurz Zeit, da ich momentan etwas in Umzugsstress bin. Ja, das war's mit unserem Geburtstagsspecial. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, mit dir, Safra, über die letzten Jahre zu reden. Ja, so. Ja, und vielen Dank, dass ich die Ehre habe, dich zu interviewen. Und es macht mir auch riesig Spaß,
für dich auf Konz zu gehen, auf Streife zu gehen und Leute zu jagen. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß gehabt, uns, sag ich mal, zu belauschen. Und alle Fragen und Reklamationen bitte an www.selamundgerman.com. Ja. In diesem Sinne, tschüss! Ciao.